So, also die Gea auf der Strecke unterwegs. Und wenn Sie sich so ein wenig wundern über das Missverhältnis, was die Zahlen angeht, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sich der eine oder andere U18-Athlet im Feld der U20er versteckt. Also die sieben jungen Herren auf der Gegengeraden, das ist das Feld der männlichen Jugend U20 über 10.000 Meter. Und da sind unter anderem auch zwei Athleten mit dabei, die der U18 angehören, dem Jahrgang 2000. Das ist zum einen der U18-WM-Teilnehmer in diesem Jahr, Jan Strapka vom Erfurter LAC. Und der dritte der Straßenmeisterschaft über 10 Kilometer, Otto Jonas vom Erfurter LAC. Diese beiden U18er, die sich heute früh für die lange Strecke, die 10.000 Meter, entschieden haben und deshalb hochstarten in der U20. Die beiden U18-Athleten, die in die 5000 Meter gehen, hier im Donaustadion, im blauen Trikot von den hallischen Leichtathletenfreunden Johannes Petzl. Das ist der Führer der deutschen Jahresbestliste U18. Athleten vom SC Potsdam, Jakob Johannes Schmidt. Leon Köpp, LG Nord Berlin, der Titelverteidiger der deutschen Jahresmeste bei der U20. Wieder hier vor der Haupttribüne. Drei Runden setzt jetzt noch. Er ist mit einem über 10.000 Meter der Jugend U20.
von der Tribüne jetzt der zweite Mann im Feld, Jan Stramka vom Erfurter LAC. Vergangenes Jahr Dritter über diese Strecke, Vierter bei den Hallenmeisterschaften in diesem Jahr in Sindelfingen. Und Elmar Robiwey mit dabei bei der U18-Weltmeisterschaft. Vier Runden jetzt noch für den Erfurter, für Jan Stramka. An zweiter Stelle liegt in diesem 10.000 Meter G-Wettbewerb. Der wird nicht die U20. Ja, Leo Köpf wieder auf der Geraden hier, gerade vorbei an Otto Johanns, Erfurter LAC. Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr unterwegs bei den 10.000 Meter Bahn gehen. Männliche Jugend U20 und hier vorne sehen wir ihn wieder im Bild. Leo Köpp, den Führenden, den Favoriten, den Titelverteidiger und dem wird der Titel hier auch nicht mehr zu nehmen sein. Zwei Runden steht dort noch auf der Anzeigetafel. Ja, wer ist ansonsten mit dabei? Niklas Richter vom SC Potsdam, Jan Stramka, Erfurter LAC, Otto Junghans, Erfurter LAC, Christopher Knoblauch, LG Vogtland, Marcin Reumann, SV Preußen Berlin, Marius Richter, SV Halle. Also da sehen wir schon, gerade bei den Gehern, da gibt es so Zentren in Deutschland, wo es gleich mehrere gute Athleten gibt. Ja, der einzige Starter für die LG Nord-Berlin ist Leo Köpp, aber der ist in Berlin natürlich auch nicht alleine. Auch das müssen wir dazu sagen. Leo Köpp, 9. der U20-EM, ja, da war auch weiter vorne unterwegs, also diese U20-EM nicht ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat 2016, also im letzten Jahr, da war er bei der U20-WM dabei und da 8. Ja, und in Deutschland, da geht er vorweg, auch in diesem Winter deutscher Jugendhallenmeister geworden, alleine in der Flur, gerade in der Halle, das ist ja nochmal ein bisschen anders, also klar, nur 200 Meter Rundbahn, enge Kurven, das ist für die Geher nicht ganz so angenehm. Jetzt hier im Ulmer Donaustadion marschiert er vorweg. Hier im Bild Leo Köpp, der Führende und, ja, und der angehende deutsche Jugendmeister 2017. 10.000 Meter Bahn. Gleich wird dann noch die Glocke unten im Ziel, bevor er dann auf die letzte Runde geht. Da sehen wir diese zu flinken Schritte. Und wenn er gleich da zur Überrundung ansetzt, sehen wir auch direkt parallel zueinander nochmal Schrittvergleiche. Also da sehen wir Leo Köpp. Das ist schon eine eigene Klasse in Deutschland aktuell. Auf der letzten Runde im 10.000 zum letzten Mal dort in der Kurve. Da sehen wir auch schon das Diskusnetz aufgebaut. Dort oben in der Kurve auch der Wassergraben und auch später das Kugelstoßen. Also schon mal ein Eindruck, was heute alles läuft hier im Donaustadion. Jetzt aber erstmal Leo Köpp auf der Zielgeraden. Der Berliner geht dem nächsten DM-Titel entgegen. Deutscher U20-Meister 2017. Über 10.000 Meter auf der Bahn von der LG Nord-Berlin. Das ist Leo Köpp jetzt auf den letzten Metern und da im Ziel inoffizielle Siegerzeit. 43 Minuten 40,18 inoffiziell, weil sie noch nicht im Ergebnisprotokoll steht, sondern vorerst nur auf dieser Anzeigetafel dort unten im Zielbereich. Aber das ist die Zeit, die Leo Köpp hier bei seinem DM-Triumph mitnimmt und dann erstmal die Abkühlung im Ziel. Ja, es ist ziemlich bewölkt in Ulm, aber dennoch schon gute Temperaturen am Morgen. Und wir erwarten noch deutlich höhere Temperaturen heute, morgen und auch am Sonntag hier in Ulm bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2017. Leo Köpp direkt bereit zum ersten Interview, nimmt nochmal einen Schluck. Später werden wir ihn sicher auch unten an unserem Mikrofon hören.
Thank you.